Frohe Weihnachten, Leute! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Gustav Kolibri. Das ist zwar kein Weihnachtsspecial, aber trotzdem dachte ich, ich muss jetzt einfach noch ein Video aufnehmen. Heute ist schon der 24. Dezember, wo ich das aufnehme. Ich hoffe, dass ich das heute schon veröffentlichen kann. Ich hoffe es, ich probier's. Das ist die Geschichte der Pumpkin King. Der Kürbiskönig heißt das doch. Kürbiskönig, okay. Es ist so, jetzt bla 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 bla. Wenn ihr, ich habe das vorhin schon durchgelesen, wenn ihr es auch durchlesen wollt, kurz Video anhalten und lesen. Ich klicke jetzt einfach auf Start to Start. Ja, Press to, egal. Ich klicke jetzt auf den Knopf und los geht's. Save Sent Again, created by That Guy Is Will. Oh no, it looks like the Pumpkin King has taken over the North Pole. Oh nein, ist jetzt auch beim Nordpol. Oh je, ganz blöd. Santa's Workshop is closed forever. You're welcome. Das ist aber nicht sehr gut. Ein kleines Jumping Run ist aber easy. You must be blind if you're still coming this way. Santa's Workshop. Oh. Hey you, yeah you, come this way, you want to save Christmas, yes, ich will Christmas retten, then come in here, after you unlock this door, of course. Okay, dann müssen wir halt zuerst die Tür öffnen, er hat ein paar Knöpfe, ich weiß nicht, ob die irgendwas machen, und hier brennt, hier ist ein Hebel. Ja, der hat die Tür geöffnet. Das war ja easy. Okay, jetzt sind wir überall Kürbisse. Talk to the Pumpkin King. Put presents in here before talking to the Pumpkin King. Es gab also schon... Oh! Ich sehe doch, glaube ich, eins. Wie komme ich dort nach oben? Ja, Present. Cream. Okay, es gab schon Geschenke. Ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, die alle noch zu suchen. Ich lege einfach mal das hier in die Geschichte. Habe ich ja die Geschichte gesagt? In die Kiste. Die sieht übrigens so aus, weil heute Weihnachten ist. Von Minecraft her. Das ist kein spezielles Texture Pack. Das ist Vanilla Minecraft. Also, dann sprechen wir mal zu diesem bösen König. Kürbiskönig. Hello? What took you so long? What are you talking about? Where's Santa? Ja, wo ist Santa? No, this isn't how this works. I'll just get to the point for you. You're going to do what I tell you. Oh nein, I would never work for you. Don't test me, I've been planning this for a long time. I guess you leave me no choice. What do you need me to do? That's what I thought. Now listen closely. You're going to travel to this blah 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 blah. Drei Items. Okay. Wir müssen drei spezielle Items finden. Wenn wir die zu diesem Pumpkin King bringen, dann lässt er Santa frei. Leute, ich finde nichts. Ich muss mich jetzt hier hindurch cheaten. Sorry, es geht nicht anders. Tut mir leid, dass ich an Weihnachtsabend noch cheaten muss, aber... Ja, sonst komme ich nicht weiter. Sonst können wir Weihnachten nicht retten. Okay, but how do I get to these areas? I have just opened the door at Santa's workshop. Go through there and you will figure these things out. Hä? Ach so, jetzt müssen wir diese Items finden. Dann suchen wir mal. Ich habe zwar keine Ahnung, wonach ich suchen muss. Was ist denn hier? Was steht hier? Hier oben ist noch ein Geschenk. Talk to King Penguin. Okay. Hi King Penguin. I was kind of hoping you would respond to me. It was too good to be true. Oh, are you talking to me? Yes, yes I am.
Alright, could you fetch me some food? Soll ich ein paar Fische fangen? If you do, I'll help you out. Where do I get food? Bla bla bla. Dann muss ich jetzt Wasser finden, das nicht zugefroren ist. Dann warten wir mal. Ja, ich habe ein... Okay, ich habe extra noch die Sprache wieder auf Englisch gestellt, damit ich weiß, wann ich den richtigen Fisch gefangen habe. So, soll ich jetzt nochmals hier drauf drücken? You have the fish yet. Thank you. Gerne doch. I helped you out by breaking that ice over there. There seems to be something below it. Okay. Da ist tatsächlich etwas darunter. Was kann das wohl sein? Ein Labyrinth natürlich, ein Eislabyrinth. Okay, dann suchen wir mal. Ich glaube, ich habe direkt schon den Ausgang gefunden. Jetzt habe ich etwa 40 Sekunden gesucht oder so. The Penguin Library. Okay, was soll ich jetzt hier tun? Hier ist der Ausgang anscheinend. Muss ich noch irgendein Item finden? Was macht er? Muss ich hier rüberspringen? Das kann auch gut sein. Hier oben ist eine Tür. Wahrscheinlich brauche ich irgendeinen Hebel, den ich abbauen kann, um dort hinzukommen. Um ihn auf den Smart-Block zu platzieren. Hier ist noch was. Okay, ich glaube, man kann jetzt entscheiden zwischen zwei Wegen. Das geht um einiges schneller, wenn man es denn kann. Los! Easy! Yes, habe ich den Hebel. Und wieder zurück. Das war ja voll easy. Okay, dann kann ich direkt schon in diese, durch diese Tür kurz dieses Mini-Jumpen-Run schaffen, hoffentlich. Und hier noch rüber. Sehr schön. Habe ich das geschafft? Und hier haben wir noch einen Hebel. Candy Place und Diamond Block. Leute, ich finde diesen Dia-Block einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht muss ich nochmal zurück. Ich bin jetzt einfach mal zu dieser anderen Area gegangen und hier habe ich jetzt zu den Pinguinen gesprochen. Was steht hier? Ich kann nicht so schnell lesen. Okay, wir müssen Schienen craften. Dazu brauchen wir Sticks und Eisen und Tools hat es in der Kiste hinter diesem Schienensystem. Das ist anscheinend... Oh, hier ist was kaputt. Das ist... Ach, hier auch. Oh, das ist natürlich ganz blöd. Hier, sehr schön. Wood Demolisher. Iron Remover. Okay, hier hat es Eisen. Okay, wie viel brauche ich? Ich brauche 6. 6 Eisen. Jetzt noch ein bisschen. Ich brauche noch ein Eisen. Da sehe ich es auch schon. Und noch Holz. Ich habe gesehen, ich brauche die Axt wahrscheinlich doch. Und zwar, damit ich diese Holzstämme abbauen kann. Die Stöcke hier. Keine Ahnung, wieso ich die bekommen habe. Vielleicht für Fackeln, aber das macht irgendwie auch keinen Sinn. Dann schmelze ich mal kurz das Eisen und crafte mir ein paar Stöcke. Und da habe ich die 6 Eisen und dann crafte ich kurz die Schienen. Und... kann sie nicht platzieren. Muss ich nochmal mit dem Pinguin reden. Oh, thank you so much. I'll put these rails in as soon as possible. The only thing I can offer is access to that door behind the rail system. Ach so, okay, dann betreten wir mal diesen geheimnisvollen Raum. Timeout Corner. Okay, und hier habe ich den Schlüssel für diese Tür. Was war... Darf ich nicht auf das Obsidian? Okay, hier auch rüberspringen. So, wie auch immer ich da gerade... Okay, so einfach ist es doch nicht.
So, jetzt hier darüber und hier rüber und hier und ich, nein! Komm, ich schaff das, ich schaff das! Immer optimistisch bleiben, obwohl es manchmal gar nicht so einfach ist. Wieso springe ich nicht einfach von diesen Treppen rüber? Das geht doch 3000 mal viel einfacher. Was war das? Ich habe Pfeile gehört. Okay, dort hinten sind die Pfeile. Was auch immer die für Effekte haben. Okay, ganz vorsichtig. Die schießen alle gleichzeitig. Mehr oder weniger. Ich hab's geschafft. Ich glaube, irgendwie... Keine Ahnung. Ich hab's geschafft und das ist gut. Jetzt bitte hier nicht herunterfallen. Ich will nicht nochmals alles von vorne machen. Hier rüber und hier. Okay, sehr schön. Und hier haben wir Lapis Lazuli Block. Exit. Okay, Lapis Lazuli, den habe ich doch sogar schon gesehen. Dort hinten, genau. Also bis jetzt finde ich die Map mega cool. Okay, jetzt sind wir hier. Das war erst ein Bereich. Aber okay, haben wir einen Diamanten bekommen. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Genau, jetzt kann ich zu Christmas Town. Und zum Schluss kommt noch Ho Ho Hotel. Okay, Christmas Town. Let's go. Did the Pumpkin King scare off everyone here? A quiz. Ein Quiz. Oh yeah, okay. Question 1. Does the snowman near Santa's workshop talk? Yes, der hat gesprochen. How many items does the Pumpkin King need? 4? Nein. Alles klar, es waren nur 3. Ich hatte es falsch in Erinnerung. Egal. Why does the Pumpkin King need items like this? Okay. Hier noch rüber, das war wieder einfach Return. Nochmals a quiz, dasselbe wahrscheinlich. Ja. Items, 3 Items. Is there a flower shop? Ich hab doch keine Ahnung. Nein. Ja, es war richtig. Final question. How many trees are in Christmas? Oh mein Gott, ich zähl doch nicht die Bäume. 5. Ah. Oh. Ja, 3 Items. Was war da nochmals? No. 8. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe einen Smaragd bekommen. A Quiz. Okay, das habe ich geschafft. Vielleicht brauche ich den Smaragd. Ich weiß es nicht. Ich behalte ihn einfach mal. So Leute, das war's mit dem ersten Teil. Ich dachte, ich teile das Video in 2 Videos, weil das sonst einfach viel zu lange dauern würde. Der zweite Teil kommt direkt morgen online und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und für heute wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend und ja, wir sehen uns morgen wieder.